Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Newcastle United. Letzte Episode haben wir überraschenderweise gegen den FC Chelsea, das heimstärkste Team der Barclays Premier League, verloren. Heute geht es gegen ein weiteres Top-Team und zwar gegen Manchester City. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst den Daumen nach oben da. Würde mich extrem freuen. Eine großartige Unterstützung und ihr zeigt mir, dass ihr die Serie weiterhin feiert. Das ist einfach das Beste, was ihr mir tun könnt. Wir haben leider wieder einen Verletzten zu beklagen und zwar natürlich wieder Jorginho Wijnaldum, unseren Starspieler. Dafür aber natürlich unseren Perez in Topform. Dementsprechend wird der heute in der Startelf stehen auf der 10. Des Weiteren müssen wir ein bisschen rotieren, mehr oder weniger, denn wir können natürlich nicht alles so lassen, wie es ist, weil die Spieler irgendwann nochmal Fitness brauchen. Wir werden unter anderem mit De Jong auf der 10 spielen, auf der Stürmerposition. Ayoste Perez auf der rechten Seite stellen wir den Kollegen, wen stellen wir da überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung, wie wir da hinstellen. Auf jeden Fall sitzt Armstrong weiterhin auf der Bank oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier gerade mache. Sissoko. Mitrovic geht also wieder raus. Ein Tap kommt rein. De Jong ins zentrale Mittelfeld. Armstrong hinter Perez. Und auf der rechten Seite ist Sissoko, der kann das. Ja, okay, alles klar. Von mir aus auch so, können wir genau so machen. Wird auf jeden Fall eine schwere Nuss gegen Manchester City, aber wir können das schaffen. Wenn ihr auch dran glaubt, lasst einen Daumen nach oben, da sehen wir uns gleich wieder und ich wünsche euch viel Spaß. Newcastle United empfing den momentanen Tabellenzweiten der Barclays Premier League. Sie empfingen Manchester City. Die Citizens waren angereist, wollten natürlich beweisen, dass sie das bessere Team waren. Momentan trennen die beiden Teams ganze 10 Punkte. Der eine auf Tabellenplatz 2, der andere fein auf Tabellenplatz 5 und die Magpies wollten natürlich heute mal wieder ein Ausrufezeichen setzen. Es sind sogar nur 8 Punkte, die diese beiden Teams trennen. City momentan 8 Punkte auch hinter dem Tabellenführer, dem FC Chelsea. Und wenn sie auf den nochmal irgendwie eine Chance haben wollen aufzuschließen, dann müssen sie heute diese Partie natürlich gewinnen mit ihrem mit Schlaß gespickten Ensemble von Topspielern. Im letzten Spiel hat Jose Perez 3 Buden gelegt. Heute wollte er das natürlich genauso wieder machen. Ob das Ganze funktioniert, wir werden sehen. Der Startelf stand ja auf jeden Fall schon mal. Genauso wie auch Adam Armstrong, die beiden in der letzten Partie extrem gut miteinander harmoniert. Und das sollte heute natürlich im Idealfall genauso laufen. Batshuayi hieß das nur auf der Bank. Wir gucken Newcastles Aufstellung an. Elliot im Kasten. Natürlich wieder für Tim Krüll, der weiterhin auf der Reservebank saß. Darian Malumbemba, Pogba, Haidara, De Jong, Chan, Armstrong, Sissoko, Perez und den Tab komplettierten den Kader der Magpies. Natürlich auf der Bank, beziehungsweise erst zu Hause geblieben, war Jorginho Wijnaldum, der sich direkt nach seiner Wiedergenesung wieder verletzt hatte. Allerdings, da hatten sie dafür mit Perez und Deon natürlich der tatkräftige Ersatzspieler. Manchester City, Caballero, Zabaleta, Otamendi, Kompany und Clichy, Navas, Fernando, De Bruyne, Sterling im Mittelfeld und davor dann in der Sturmspitze Sergio, Kun Agüero und Wilfried Bony. Joe Hart genauso nur auf der Bank wie Yaya Touré, die wurden geschont. Allerdings ist das bei Manchester City kein großes Problem, denn da können alle richtig gut kicken und das wollten sie heute natürlich beweisen. Allerdings spielte erstmal Newcastle richtig gut nach vorne und hatte die ersten Chancen der Partie. Das ist Armstrong, der nach seiner starken Leistung in der Startelf stand. Sissoko mit der Flanke in die Mitte und dann klärt erstmal einer zur Ecke. Allerdings kann die natürlich auch gefährlich werden. Caballero nicht der allergrößte. Und das sieht bei Newcastle anders aus. Die haben beispielsweise den Kollegen Chance im Bam, aber der kommt hier nicht an den Ball. Haidara versucht es dann nochmal, verliert den Ball. Aber noch ist die Szene nicht vorbei. Sie sieht zwar geklärt auch nachdem Agüero hier den Einwurf nur rausholt für die Magpies. Eigentlich würde es nochmal richtig gefährlich und das werden wir direkt sehen. Der Franzose mit dem Einwurf auf Emre Can, der zuletzt stark gespielt hatte. Dann Adam Armstrong und der legt weiter auf Sim De Jong und der zieht einfach ab aus der Distanz. Aber Caballero ist da und entschärft den Ball, der wohl genau in den Winkel gegangen wäre. Der Niederländer hat sich nach zuletzt guten Leistungen wieder in die Startelf gespielt und bewies gleich mal warum, denn es ging genauso weiter mit Chancen für Newcastle. Flanke in die Mitte abgewehrt. Das ist Armstrong, der legt nochmal ab und zwar genau wieder auf diesen Sim De Jong und der zieht ab und wieder ist Caballero da. Der wurde richtig schön warm geschossen in der Anfangsphase der Partie. Allerdings war es dann erstmal vorbei mit der Herrlichkeit bei Newcastle. Auf der anderen Seite ging es richtig gefährlich weiter. Wilfried Bony und Elliot ist da, lenkt den Ball an den Pfosten. Klasse Tat des irischen Keepers, der McPies. Die Ecke dann von Kevin De Bruyne in die Mitte gebracht und Fernando am kurzen Pfosten viel zu frei und viel zu einfach im Kopfballduell und macht das 1:0. 32. Minute, die zweite Chance und direkt nach der ersten die zweite Chance führt zum 1:0 für die Citizens. Das ist Effektivität und genauso musst du das spielen, wenn du oben mit dabei sein willst. Die klasse Ecke von De Bruyne, der seinen Vorleger bzw. Assist-Qualität mal wieder alle Ehre macht und dann der Kopfball von Fernando perfekt. Da kommt Elliot nie im Leben ran und dementsprechend 1:0 und City war jetzt richtig gut drauf. Die machten weiter. Newcastle ein bisschen geschockt, kam nicht mehr so nach vorne und City spielt jetzt One-Touch-Football und das richtig, richtig schön. Zabaleta, De Bruyne und das ist Sterling 2:0. Nachspielzeit erster Halbzeit, die doppelte Führung für Manchester City, der Doppelschlag der Citizens und dementsprechend natürlich die Vorentscheidung im St. James' Park. Das war wunderbar gespielt und im Endeffekt hat Sterling kein Problem, den Ball reinzumachen. Die Vorlage wieder von Kevin De Bruyne nach der Vorlage hier von
Carboni, dann Zabaleta und dann Kevin De Bruyne. Niemand ist bei Sterling und Elliott ist wieder chancenlos. Zweite Halbzeit, Newcastle wollte das nicht auf sich sitzen lassen, versuchte nach vorne zu kommen bei Jose Perez. Das ist Armstrong, der versucht es einfach mal, aber zieht den Ball über die Latte. Caballero muss nicht eingreifen. Trotzdem war Newcastle offensiv weiterhin das bessere Team. City stellte die Bemühungen ein und dann kam Paul George in Tab und der zieht aber Spitzenwinkel und macht das 1:2. 50. Minute der Franzose mit seinem Tor hier im James Francis Park, um nochmal ranzukommen an Manchester City. Das war schwach verteidigt von der Defensive der in hellblau gekleideten Mannschaft von Trainer Manuel Pellegrini und dann ist er im Endeffekt ein Tap einfach schneller als Zabaleta und Caballero ist geschlagen. Dementsprechend 1:2, noch ein Tor Rückstand. Allerdings ja, macht es sieht, dass er souverän versuchte, irgendwie ranzukommen. Das ist Emre Can mit einer klasse Grätsche hier gegen den Freischuss. Nochmal gegen Kevin De Bruyne. Er holt da den Ball, erobert den Ball und lief jetzt richtig heiß. Der wurde immer stärker und wollte zeigen, was er leisten kann gegen Top-Teams. Can mit dem Ball auf Armstrong und der versucht es aus der Drehung mit dem Schuss. Wird abgeblockt, nochmal auf den Tipp, die Flanke in die Mitte. Aber dann hat Perez nicht gerechnet und dementsprechend kommt der Spanier dann nicht an den Ball. Trotzdem jetzt Powerplay von Newcastle. Da kam nicht mehr wirklich was von Manchester City. Wieder Emre Can nach der Balleroberung von Sissoko nach außen auf Paul George und Tipp. Der war nicht mehr ganz so fit, aber für ein Solo reicht es noch. Geht in den 16er und legt nochmal ab zu und eignet sich auf Armstrong. Das hätte nicht sein müssen, als eventuell die Großchance nochmal gegeben für den französischen Nationalspieler. Trotzdem versucht es Newcastle weiter. Florentin Pogba, ehemaliger Spieler von Saint-Étienne, auf 7 De Jong und der auf Armstrong und der versucht es nicht aus der Distanz, sondern aber aus der Perez. Die Latte rettet für Caballero, der war geschlagen, aber der Spanier macht nach seinen 3 Toren im letzten Spiel heute nicht sein 4. Es ging weiter, 90. Minute eingewechselt. Der Mitrovic, der versucht auch nochmal. Allerdings war die Chance des Serben die letzte der Partie und es blieb beim 2:1 für Manchester City. Die dürfen sich glücklich schätzen, hatten genau 2 Chancen und machen aus diesen 2 Chancen 2 Tore. Gnadenlose Effektivität bei den Citizens und Newcastle rutscht so ein bisschen wieder in den Gefahrenbereich, dass sie noch überholt werden können. Momentan auf der Tabellenplatz 5, das heißt ein internationaler Platz, das heißt internationaler Wettbewerb für die Magpies. Ob das Ganze so bleibt, ist natürlich die große Frage. Adam Armstrong konnte heute wieder überzeugen, genauso wie Perez. Für den Sieg hat nicht gereicht. Gegen das Star-Ensemble von Manchester City spielt man im Endeffekt 1:2 im St. James. Ja, das war in Ordnung, die Leistung war gut, kann man sich absolut nicht drüber beschweren. War halt im Endeffekt bitter, dass wir da die 2 Tore direkt nacheinander kassieren mit den beiden einzigen Chancen, die City so wirklich hatte. Okay, der Pfostenschuss vorher von Boney war auch nicht schlecht, allerdings ist daraus erst die Ecke entstanden, von daher zähle ich das mal als eine Chance. Er hat zweimal was zugelassen und dann wirst du von dem Top-Team bestraft, gar keine Frage. Wir gucken nochmal auf den Transfermarkt ein bisschen nach. Mattia Perin wäre ein Torwart, den ich mir vorstellen könnte für Tim Krull, denn wir haben ja jetzt die Storyline, dass Tim Krull unser Verein wohl übel verlassen wird. Wer weiß, was mit dem Wettskandal noch so weiter passiert. Ihr werdet es im nächsten Spiel erfahren, was da so rauskommt. Wir trainieren erstmal wieder unsere Mannschaften. Ah, ja, kriegt Kurt Zuma das natürlich ganz schön. Wir sind im März angekommen und spielen als nächstes, nachdem wir gerade gegen so ein Top-Team gespielt haben, Manchester City, jetzt gegen ein etwas schwächeres, und zwar gegen den AFC Bournemouth, den Aufsteiger aus der zweiten englischen Liga. Mittlerweile in Realität ganz gut etabliert, haben wir Chelsea letzte Woche besiegt, Leicester hat Chelsea diese Woche gesiegt und José Mourinho wurde gefeuert. Das läuft aber momentan nicht so bei den Blues, aber das ist auch gar nicht wichtig, denn es geht uns ja nicht um José Mourinho oder die Blues, sondern um AFC Bournemouth und die haben mit Spielern wie Wilson auf jeden Fall Gefahrenpotenzial, dass unser Defensive gefährlich werden kann. Allerdings bin ich relativ sicher, dass unser Keeper Rob Elliott das schon irgendwie meistern wird. Der macht richtig gute Arbeit, seitdem er hier ja quasi gezwungenermaßen nach der Storyline ins Tor gerückt ist. Und dementsprechend können wir da sehr zufrieden sein, was der so macht. Wir stellen ein bisschen um, die Aufstellung natürlich wieder. Batshuayi geht in die Sturmspitze. Auf der linken Seite spielen wir mal ausnahmsweise mit Rolando Ahrens. Auf der 10 wieder mit Ayose Perez. Und dann geht es auch schon weiter. Noch 3 Tage bis zum Spiel gegen den Aufsteiger. Aktuell ist das England, haben wir noch. Gucken wir uns natürlich auch noch mal ganz kurz an, was da so bei rumgekommen ist. Unter anderem Spieler wie Victor Ibao, was natürlich ganz interessant ist. Aber wir werden sehen, ob wir überhaupt Flügelspieler brauchen am Ende der Saison. Momentan können wir da sowieso nicht handeln. Und dementsprechend gehen wir jetzt rein in die nächste Partie. Ich wünsche euch viel Spaß. Mir 3 Punkte. Und wir sehen uns gleich wieder. Nach der knappen Niederlage gegen Manchester City empfingen wieder die Magpies Newcastle United im St. James' Park ihren nächsten Gegner, den FC Bournemouth. Das natürlich ein Aufsteigerteam, das momentan nicht so gut in der Tabelle dastand wie die Magpies. An sich war Newcastle ja auch als einer der Abstiegskandidaten gehandelt worden. Dann kam MGT und krempelte die Mannschaft rigoros um und dementsprechend momentan der Tabellenplatz 5. Bournemouth liegt auch gar nicht so schlecht, auch stehen momentan auf dem Platz 13. Das heißt, ja, momentan noch 3 Punkte vor den Abstiegsrängen. Natürlich wollten sie diesen Vorsprung heute ausbauen. Allerdings gegen Newcastle, das ja sehr heimstark ist, sollte das keine leichte Aufgabe werden. Unter anderem wieder in der Startelf Jack Holbeck. Der hat Haidara zumindest für diese Partie mit guten Trainingsleistungen mal wieder verdrängt, nachdem der gegen Manchester City nicht vollends hätte überzeugen können. Sylvain Distin, der hat überzeugen können im letzten Spiel bei Bournemouth, ist der unangefochtene Mannschaftskapitän und beste Spieler bei den in pink gekleideten Männern heute. Auf der Seite von Newcastle im Tor Elliott, davor Jan-Martin Bemba, Zuma, Jack Kobeck, Moussa Sissoko, Emre Can starken Leistung, mittlerweile Stammplatz erkämpft, vor Chaik Tioté, davor Sim de Jong, unter die Dreierreihe, Tap, nein,
Aarons, Batshuayi und Florian Thauvin. So, wir kommen noch ein bisschen zum Thema vom AFB Bournemouth davor, beziehungsweise im Tor spielte Boruch, davor Francis, Cook, Distin und Daniels. Auf der 6 spielten Richie, Atsu, Gosling und Gradle, beziehungsweise nicht alle auf der 6, sondern im Mittelfeld. Und vorne in der Spitze haben wir hinter der einzigen Spitze Callum Wilson nochmal den Mittelstürmer Tomlin und die sollten für Gefahr vor dem Kasten von Rob Elliott sorgen. Der stand wieder drin und wieder saß Tim Krull nicht mal auf der Bank, sondern nur in der Reserve, guckte sich das Spiel von zu Hause an, wurde suspendiert von den Magpies nach dem Wettskandal gegen Bergui, beziehungsweise in den auch Bergui verwickelt war. Auch dieser wurde mittlerweile von der FA untersucht, allerdings nicht bestraft, denn man konnte nichts weiteres feststellen. Bei Krull wird es wohl darauf hinauslaufen, dass er eine mehrmonatige Sperre von dem englischen Verband erhalten wird. Springen in die Partie und ja, der FD Bombes machte direkt mal ein bisschen Alarm, versuchte nach vorne zu spielen, die erste Flanke noch locker gehalten von Elliott, aber dann der Fehler und der Ball kommt zu Gradle und der spielt einfach mal weiter, der Ivora, legt zurück auf Gosling und der spielt auf Lee Tomlin, der zieht aber abgefälscht und der Ball am Tor vorbei, dementsprechend keine große Gefahr für das Tor. Der Magpies, anders sah es aus, nach knapp 20 Minuten Callum Wilson setzt sich hier außen durch und zwar gegen Chancellor Mbemba, kann das ganz einfach machen, kommt in die Mitte und zieht einfach ab, aber klasse Parade von Rob Elliott, der ihre verhindert hier das 0:1 aus Sicht der Magpies, aber es spielte weiter nur der AFC Bombers von Newcastle, war nicht wirklich was zu sehen. Dann mal nach knapp 38 Minuten Ball nach vorne, das ist Florian Thauvin und der spielt weiter auf Moussa Sissoko, der auf Batshuayi und der ist an der Außenlinie, macht das hier aber klasse, setzt sich gegen den ersten durch, geht in den 16er, wird nicht angegriffen, zieht ab und macht das 1:0. Wunderbares Tor des Belgiers, das fünfte Tor im fünften Spiel für den Neuzugang vom LOSC Lille, das war klasse gemacht, ohne Frage, es ist kein Neuzugang vom LOSC Lille, sondern vom Marseille, aber das war vollkommen egal, denn wie er hier den Gegenspieler auch noch tunnelt und im Endeffekt Boruch keine Chance, das ist einfach richtig, richtig gut und dementsprechend die Führung von Newcastle United. Es gab weitere Chancen, beziehungsweise Bournemouth versuchte zurückzukommen, allerdings war Elliott auf dem Posten und hält hier seine Mannschaft weiter im Spiel, der Kopfball von Gosling wird vom Iren wieder mal entschärft. Danach war Halbzeit im St. James' Park, 1:0 Halbzeitführung für Newcastle United und das durch das Tor von Batshuayi, eine Einzelleistung hat es in der ersten Halbzeit gebraucht, um die Defensive von Bournemouth irgendwie auseinanderzureißen und das 1:0 zu erzielen. In der zweiten Halbzeit sollte man sich nicht darauf verlassen, allerdings taten die Magpies das auch nicht, sondern versuchten direkt nachzulegen und zwar wieder in Form der Offensivreihe, das heißt De Jong, Thauvin, Batshuayi und Aarons. Wir sehen hier das Pressing von Thauvin, im Endeffekt die Balleroberung im Mittelfeld von Kurt Zuma, der auf Emre Can und der liegt weiter auf Sim De Jong und der denkt sich, okay, wir spielen raus auf Batshuayi, der macht das dann klasse, ist im 16er, wird aber abgeblockt. Die Szene trotzdem noch nicht vorbei, denn Bournemouth kann sich nicht richtig rausbefreien. Wieder Emre Can mit einem klasse Tackling, hatte schon gegen Manchester City eine unfassbar gute Leistung hingelegt. Der deutsche Nationalspieler legt einen Ball weiter auf De Jong und der hat viel zu viel Platz. Und zwar viel zu viel Platz, 2:0, 51. Minute. Der Distanzschuss von Sim De Jong sorgt für die Vorentscheidung im St. James' Park. Ein wunderbarer Strich in den Winkel, keine Chance für Boruch, da irgendwie dran zu kommen. Und das ist die Spezialität des niederländischen Nationalspielers. Klasse vorgelegt von Emre Can, U21-Nationalspieler, mittlerweile in der A-Nationalmannschaft von Jogi Löw. Und dann der Strich in die Ecke, dreht sich wunderbar weg. Boruch chancenlos, der Pole, ohne irgendeine Möglichkeit, diesen Ball abzuwehren. Und dementsprechend die 2:0 Führung. Da zeigt sich De Jongs Qualität und deswegen steht er momentan wieder im Kader und ist ein gefragter Mann bei MGT. Bochum. Bournemouth versuchte dann zurückzukommen in der Schlussphase der Partie. Gradle ist das 70. Minute, versucht hier irgendwie nochmal hinzukommen. Aber dann ist natürlich mal wieder ein Verteidiger, der Magpies, Lassi Soko in diesem Fall, und wehrt ab. Die anschließende Ecke reingebracht von Richie. An sich keine schlechte Gelegenheit. Allerdings ist natürlich Elliott da und wehrt diesen Ball ab. Atsu dann nochmal mit einem Fallrückzieherversuch aus knapp 18 Metern. Aber der geht am Tor vorbei. Wir springen in die 82. Minute. Nochmal die Magpies vorne, die über Konter sich entlasten konnten. Das ist Vernon Anita mit der Flanke in die Mitte. Allerdings kommt dann niemand so richtig ran. Im Endeffekt bekommt Boruch den Ball unter sich. Das war die letzte Aktion der Partie. Newcastle United gewinnt mit 2:0 gegen den unterlegenen Außenseiter AFB Bournemouth. Das war eine starke Vorstellung von den Magpies, die durch zwei richtig gute Chancen zwei richtig schöne Tore erzielten. Bournemouth muss ich auf der anderen Seite fragen, warum sie die Chancen, die sie hatten, nicht genutzt haben. Sowohl Gosling als auch Wilson als auch Atsu mit guten Gelegenheiten. Aber im Endeffekt reichen die Tore von Sim De Jong und das fünfte Saisontor nach seinem Transfer von Michy Batshuayi zum Sieg der Magpies. Und die stehen damit wieder ein bisschen besser da in der Tabelle. Hatten zuletzt nicht so gut ausgesehen nach der Niederlage gegen Chelsea und City. Jetzt sieht das wieder in Ordnung aus. Für Bournemouth geht es ein bisschen weiter nach unten. Die müssen sich orientieren, dass sie nicht absteigen. Aber mit solchen Leistungen wie heute sollte es, wenn sie Tore machen, nicht unbedingt drin sein. Guti, wir gewinnen, juhu, und das gegen ein kleineres Team, juhu, ich habe es diesmal nicht vor dem Spiel gesagt, allerdings
ja, ist es ja, denke ich mal, klar, dass wir solche Spiele gewinnen müssen. Auch wenn ich immer sage, das ist schwierig, aber im Endeffekt haben wir es ja locker geschafft. Nächste Episode geht es dann weiter unter anderem im Viertelfinale des Emirates FA Cups und zwar gegen Manchester United. Das heißt, wieder ein richtiges Top-Team, nachdem wir zuletzt gegen Chelsea und gegen City gespielt haben. Wir trainieren unsere Mannschaft nochmal, bevor wir jetzt hier die Episode beenden. Aber wenn es euch gefallen hat, kann ich jetzt schon mal sagen, lasst einen Daumen nach oben, da ist eine großartige Unterstützung und freue mich natürlich richtig doll, wenn euch das Ganze hier unterhalten konnte. Wir trainieren zusätzlich zu Kurt Zuma noch Chancellor Mbemba und zwar in der Defensive. Schauen uns die Ergebnisse noch an. Und dann verabschiede ich mich schon mal, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und das Ganze idealerweise mit dem Upgrade von Kurt Zuma auf 78. Das ist doch ein schöner Abschluss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und schau mal. Haut rein und schau mal. Haut rein.